ihre beste Freundin Caro so plötzlich verschwand, lebte Manu in der Thälmannstraße in Ost-Berlin. Das war damals noch die Hauptstadt der DDR. Aber Mauer und Grenzen waren schon offen und sperrten niemanden mehr ein. Willst du nicht raufkommen, Manuela? Warum hat sie mir nichts davon gesagt? Ich weiß es nicht. Und wo zieht sie hin? Das weiß ich auch nicht. Wieso nicht? Sie muss doch ihre Adresse da gelassen haben. Hat sie nicht. Und vielleicht ist es auch ganz gut. Soll daran gut sein. Ein Abschied ist immer etwas Trauriges. Und umso kürzer er ist, umso besser. Man kommt schneller drüber hinweg. Du hast es gewusst und du weißt auch, wo sie hingezogen ist. Wie kommst du denn darauf? Das würde Caro nie tun. Verschwinden. Einfach so. Das glaube ich nie. Du glaubst doch nicht etwa, dass ich dir ihre Adresse verheimliche. Sie schreibt mir sowieso und dann kommt alles raus, ob du es mir nun sagst oder nicht. Über ein Jahr später zog auch Manu mit ihren Eltern um. Ihr Vater war in Berlin arbeitslos geworden und hatte endlich eine neue Stelle gefunden. In Wolfsfurt in Westdeutschland. Als sie ihre neue Wohnung bezogen, musste Manu wieder an einen anderen Umzug denken. Soll mich denn jetzt Caro wiederfinden? Wie kommst du denn auf einmal auf Caro? Die hat dich doch längst vergessen. Bestimmt nicht. Schließlich hat sie dir das ganze Jahr über nicht geschrieben. Hör auf zu brüten und hilf mir lieber. Soll ja schließlich dein Zimmer werden. Ja, mein altes Zimmer war besser gefallen. Was soll ich denn hier? Hier kenne ich doch niemand. Pass ab, du wirst bald neue Freunde finden. Ihr seid alle gleich, genau wie Caros Eltern. Ihr zieht um und uns packt hier ein wie einen alten Koffer. Hatten sich Caro und Manu früher ausgemalt, mal nach Westdeutschland zu fahren. Aber hinter Mauer und Stacheldraht lag es in unerreichbarer Ferne. Jetzt wohnte Manu sogar hier. Aber sie war allein. Caro war verschwunden.
gerade bei Ihnen im Laden war. Sie hat ein rotes Sweatshirt, Jeanshose und eine Jeansweste an. Ja. Und Turnschuhe. Sie hat zwei Filzstifte gekauft. Ich habe sie nie vorher gesehen. Und wenn wir nur solche Kunden hätten, ach, wir wären längst pleite. Danke, wiedersehen. Bitte, bitte. Schöpke Michael, Helmut, Schöpke Fritz. Das muss er sein. Na warte, Caro, vielleicht fallen dir die Ohren ab. Manuela Reimann aus Berlin. Die wohnt jetzt auch hier. Ist Caro da? Caroline, 11 Jahre alt und Ihre Tochter, Herr Schöpke. Was? Eine 11-jährige Tochter? Heiß ich Abraham. Ich bin 81, mein Kind. Sie war's, wirklich, wenn ich euch doch sage. Schon fast krankhaft mit dir. Als ob deine Caro der einzige Mensch wäre auf der Welt. Bin ich oder was? Ich sehe doch keine Gespenster. Caro ist hier in Wolfsburg. Ich muss sie finden. Kindern sagen sie nichts auf dem Einwohnerabend. Die müssen mir helfen. Manuela, ich kann mir nicht vorstellen, dass die auf dem Einwohnerabend so einfach die Adressen rausgeben von irgendwelchen Leuten. Das wird hier auch nicht anders sein als bei uns früher. Caro ist nicht irgendwelche Leute. Sie ist meine beste Freundin. War, sie war es. Sie ist doch schließlich ohne ein Wort verschwunden, oder etwa nicht? Das ist bestimmt nicht ihre Schuld, das weiß ich. Es ist gemein von euch, dass ihr mir nicht helfen wollt. Aber ich finde sie. Auch ohne euch. Hoffentlich irrt sie sich. Ich will mit den Leuten nichts mehr zu tun haben. Nie wieder. Hast du doch erklärt? Nichts habt ihr, ich pfeife auf die Stasi. Schreit doch mal lauter! Der Schöpke, der war bei der Stasi. Du bist doch kein Kind mehr, du weißt, was das bedeutet. Mensch, die ganze DDR haben sie bespitzelt. Leute ausgehorcht, eingesperrt und gequält, wenn sie nicht nach der Pfeife der Partei getanzt haben. Aber Herr Schöpke hat doch im Büro gearbeitet, am Computer. Hat mir Caro doch erzählt. Glaubst du, er hat ihr die Wahrheit gesagt, die Stadtsicherheit war eine Geheimpolizei? Die hatten alle auf dem Kieker. Du kennst doch noch die Stillers vom dritten Stock. Nach eines Tages hat sie die Stasi abgeholt. Und wir durften noch nicht mal fragen, was aus ihnen geworden ist. Du hast doch dauernd mit Caros Vater in deinem Auto rumgebastelt. In der Kneipe wart ihr auch zusammen. Ich denke, ihr wart befreundet. Oh, das kannst du nun wirklich nicht behaupten.
Man musste eben mit den Wölfen heulen damals. Gott sei Dank ist das nun alles vorbei. Am besten du vergisst das alles. Aber Caro war doch nicht bei dieser blöden Stasi. Was hat es denn mit uns zu tun? Pass auf, wir wollen mit denen nichts mehr zu tun haben. Ist das so schwierig zu verstehen? Mensch, endlich brauchen wir niemanden mehr schön zu tun. Jetzt können wir unsere Bekannten und Freunde aussuchen, ohne Angst haben. Schön für euch. Und meine Freundin sucht hier wohl gleich mit aus. Von wegen, nicht mal eine Karte, du Faultier. Du hast wirklich keinen Brief gekriegt? Ohne Quatsch? Es war eigentlich mit dem Schreiben. Wir sind ja noch gar nicht richtig da. Meine weiß noch gar nicht unsere Adresse. Papa, haben wir Briefmarken? Nein. Aber den kannst du mir geben. In meiner neuen Firma im Büro, da haben wir eine Frankiermaschine. Da lasse ich ihn einfach mal durchlaufen. Sparen wir Porto. Gut, danke. Ab jetzt gibst du mir immer deine Briefe ab, genau? Du denkst, dein Vater hat deine Briefe einfach weggeschmissen? Was soll ich denn sonst denken, wenn du mich nicht ernst nimmst? Ich? Bestimmt nicht, ich schwör. Aber wenn du nicht abgehauen wärst, ohne ein Tief zu sagen... Friedel, komm dich doch nicht. Am letzten Ferientag holte mich mein Vater von meiner Oma in Thüringen ab. In Berlin waren wir erst um Mitternacht. Als ich nach oben komme, ist alles schon gepackt. Kein Wort hatten die mir vorher gesagt. Ich wollte sofort zu dir rüberrennen, aber da war es schon zu spät. Mann, das haben die sich ja prima ausgeknobelt. Unsere perfekte Planung. Als ich aufwache, sind schon die Möbelpacker beim Laden. Du warst in der Schule und deine Eltern arbeiten. Warum? Wieso darf ich ihr denn nicht auf Wiedersehen sagen, wenn ihr mich schon verschleppt? Was soll denn jetzt Manu von mir denken? Du kannst dir ja schreiben und alles erklären. Und was? Erklär's mir doch erstmal! Du hast ja wohl gehört, was jetzt alles über die Staatssicherheit geredet wird. Ja, als wären wir alles Lumpen und Folterknechte gewesen im Ministerium. Jedenfalls hat Papa sich nicht zu Schulden kommen lassen. Wir haben nur getan, was Partei und Staat von uns erwartet haben. Ja, früher, da konnten sich unsere lieben Nachbarn gar nicht genug einschmeicheln bei mir. Ja, wenn ich mal ein Wort für sie einlegen sollte bei den Ämtern oder wenn sie Dachrinnen brauchten für ihre Datschen. Ja, und auf einmal, da wollen sie mich am liebsten alle aufhängen, als hätte ich sie bespitzelt. Ja, oder sonst was. Weißt du, Caro, als du bei der Oma warst, da haben sie ihren Müll vor unsere Wohnungstür gekippt.
Papa die Reifen zerstochen. Schluss, aus, vorbei. Caro, wir fangen jetzt neu an. Wir wollen uns auseinanderbringen. Meine Eltern waren auch so komisch. Was haben wir denn mit ihrem Käse zu tun? Das hätte ich nie gedacht von meinem Vater. Kein Wunder, dass er mich stehen gelassen hat, als ob ich ihn anbetteln wollte. Feiern wir unsere eigene Wiedervereinigung. Ich kaufe Heck, du Liter Cola und wir machen eine Fete bei mir auf dem Zimmer. Nur wir beide. Und dann schläfst du bei mir, wie früher. Weißt du was? In unserem Haus ist eine Pizzeria. Marinella. Da bringe ich uns eine Riesenpizza mit. Ich muss jetzt nach links. Hast du auch meine Adresse? Alles notiert und hier oben gespeichert. Und dann beeil dich. Worauf wartest du noch? Bis gleich! Da kann man nur fließend Russisch und was hat man davon? Alles in Englisch. Du wirst das schon schaffen. So, dein Fachgebiet. Verglichen mit diesem kleinen Porsche hatten wir früher im Ministerium nur eine alte Dampfmaschine, jedenfalls in meiner Abteilung. Wo hast du meine Briefe gelassen? Was sind für Briefe? Du doch nicht so. Hat sie deine Frankiermaschine gleich gefressen oder hast du sie noch gelesen? Wie redest denn du mit uns? Ich rede mit Papa. Stasi bleibt eben Stasi. Sag mal, was ist denn das für ein Ton, mein Fräulein? Hm? Gib's doch zu. Ich weiß es sowieso. Dein Pech, dass ich Manu getroffen habe. Dass du sie schon vorher getroffen hast, hast du mir ja auch nicht erzählt. Aber ich... Papa wollte doch nur... Geh jetzt zu Manu. Braucht nicht auf mich zu warten. Schlafe da. Das musst du nicht tun. Bestimmt nicht mehr und auch keine Pizza. Es ist schon nach 9. Hast du die etwa alleine ausgetrunken? Klar, ich fahre doch eine Fete. Das tut mir leid für dich, Mann. Von wegen. Du bist doch froh, dass Caro nicht kommt. Du wollt uns doch auch auseinanderbringen, Papa und du. Genau wie Caros Vater. Darüber reden wir ein andermal. Jetzt redest du aber Blödsinn. Auf einmal! Ihr traut ihm doch sonst alles zu. Und was ist eigentlich mit Papa? Er war doch auch in der Partei, oder? Ja, das musste er bei seiner Stellung. Das ging nicht anders. Mit Staatsanwalt war Schutzschild von Partei und Staat. Können wir schon auswendig in der zweiten Klasse. Du weißt doch ganz genau, was damals zusammengelogen wurde. Aber jetzt sag ihr uns nur die Wahrheit. Ganz
wie sie uns zum Schluss in Berlin behandelt haben. Was Manuela erfährt, wissen dann auch ihre Eltern. Und die in Berlin wissen es dann auch bald. Und dann dauert es nicht mehr lange und unsere neuen Nachbarn zeigen mit dem Finger auf die Stasi-Familie. Dann können wir gleich wieder umziehen. Warum müssen wir uns denn verstecken? Hast du was? Was hast du denn Schlimmes gemacht? Nichts. Ich habe nur meinen Job gemacht. Caro, ich hatte doch mit Computern zu tun. Das ist mein Beruf. Aber da macht ja keiner mehr einen Unterschied. Ja, mir gefällt auch nicht, was da jetzt alles rauskommt. Ich meine, was die Stasi alles gemacht haben soll. Aber ich habe davon nichts gewusst. Caro, das musst du mir glauben. Und warum glauben dir die anderen nicht? Die anderen. Die anderen. Das sind doch alles Heuchler. In unserem Haus in Berlin, die waren da fast alle in der Partei, die haben da alle mitgemacht. Auch Manuelas Vater. Und auf einmal, da ist alles die Stasi gewesen. Und die anderen, die waren nur Opfer. Nee. Aber irgendwann kommt es ja doch raus. Was soll denn rauskommen? Hast du mir denn nicht zugehört? Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Entschuldigung. Aber solange die alle verrückt spielen, dann müssen wir doch zusammenhalten. Hm? Mensch, Karin. Du bist doch Vaters Tochter. Hm? Vater zwar versprochen, Manu nicht mehr zu treffen, vorläufig jedenfalls, aber nie an Manus Haus vorbeizugehen und nie zu ihrem Fenster hinaufzuschauen, das hatte Caro ihrem Vater nicht versprochen. Was feiern wir? Warts ab, das soll eine Überraschung werden. Ach, bitte sag's doch. Ich hab dir doch gesagt, wir haben was zu feiern. Was? Toll. Schick, wa? Na komm. Geh zu meiner Dame. Robert, zahlen bitte. Manu, Caro! So, jetzt
also deine Verschwörung. Wieso? Von mir hat Manu die Adresse nicht. Alles Detektivarbeit und ein bisschen Glück. Darfst du? Ich meine, wollen wir runtergehen? Ist sowieso alles egal. Und wie hast du die Adresse gefunden? Die sind jetzt aus der Pizzeria Marinella in eurem Haus. Hast du doch gesagt. Weißt du noch? Genau. Welche Wolfsburg? Am Anfang nicht so. Na jetzt, wo du da bist. Macht dir das wirklich nichts aus, dass mein Vater... Naja, die Stasi-Sache. Du bist doch meine Freundin und nicht dein Vater. Ich hab ihn immer so lieb gehabt. Wenn ich doch bloß wüsste, ob er mir die Wahrheit sagt. Ich weiß von meinen Eltern nie.